unterhaltsames Fußballspiel. Ihre Kommentatoren Frank Buschmann und Manny Beuk. Ja, gleich geht's los. Frank, was glaubst du, was wird heute passieren hier im Stadion? Also für mich ist das völlig offen. Ich kann definitiv keinen Favoriten hier erkennen. Also bei dem Schiedsrichter, da kannst du dir überhaupt nicht. Und das Spiel läuft. Kehl. Schmelzer. Kagawa. Piszczek. Ja, das kennen wir ja gar nicht von Arjen Robben. Schlechter Pass, Ball im Aus. Einwurfmöglichkeit, nicht so weit weg vom gegnerischen Tor. Kehl. Piszczek. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt. Prima Balleroberung, jetzt muss es aber abgehen. Und die Partie ist unterbrochen, Handspiel. Gespielt. Abseitsentscheidung korrekt. Philipp Lahm ist nett zum Gegner, er gibt ihm den Ball. Kagawa, der kann alles am Ball. Schmelzer. Kehl. Ein herrlicher Pass. Ein Traumpass. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Kagawa! Piszczek. Man weiß es ja vorher nie so genau. Was bringt er heute, Frank? Ja klar, das ist seine große Stärke. Mit nach vorne arbeiten, die Stürmer mit Flanken füttern. Aber defensiv ist das durchaus verbesserungswürdig. Wird das was für die Bayern? Er trifft den Pfosten, aber Achtung! Da kämpft er, der Arjen Robben, um den Ball. Da wird er vom Ball getrennt. Ballbesitz für Bayern München. Rafinha. Jetzt müsste er flanken. Das muss es sein. Vollkommen frei. Wer hat ihn? Immer wieder geht das so im Fußball. Am Ende entscheiden ein paar Zentimeter. Und so auch hier. Normalerweise macht er den Rächer der Enterbung. Aber jetzt lässt er weiterlaufen. Ja, aber wunderbar. Und das ist ja auch ein Vorteil für die Mannschaft, den Ballbesitz. Gut entschieden. Lewandowski. Der arme Verteidiger, da huscht er an ihm vorbei wie ein Schatten. Gut geflankt hat er. Gut gemacht vom Torwart. Schweinsteiger am Ball. Lewandowski. Kehl. Das
Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Und da sieht er gelb. Zu Recht. Klare Sache, Einwurf. Schweinsteiger am Ball. Ribéry. Luis Gustavo. Ribéry. Sicher in der Ballbehandlung. Ja! Der geht an den Pfosten. Aber aufgepasst! Die Tore sind noch im Sack und der wird in der zweiten Halbzeit ausgeschüttet. 0:0, das ist der Pausenstand. Die beiden sind sowas von ausgeglichen. Halbzeitresultat, wer hätte es anders erwartet, Buschi, unentschieden. Ja, an dieser Stelle sagt man ja auch, sie neutralisieren sich. Also das läuft wirklich auf eine Punkteteilung hinaus. Jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers, nochmal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Hier im Signal Iduna Park fängt die Partie wieder an. Rafinha. Luis Gustavo. Pass nach draußen auf den Flügel. Luis Gustavo. Toller Pass. Die Fans, sie erwarten einen Flankenball. Schöne Flanke. Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Blaszczykowski bewegt den Ball. Gündogan. Ein wunderschönes Zuspiel. Diesen Flankenball müsste sich der Verteidiger holen. Macht er auch. Spieler blockiert den Ball. Er hält ihn fest. Er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Kagawa. Bender. Ballbesitz für Bayern München. Gomez. Schweinsteiger an. Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht. Hummels. Bender. Kagawa. Rafinha. Ein sehr schöner Pass. Gündogan. Bender. Gündogan. Und eine Grätsche von Bastian Schweinsteiger. Und jetzt kommt Bastian Schweinsteiger an den Ball. Da freut sich der Trainer. Ja, das könnte was werden. Ja, das muss Eckball geben für den FC Bayern München. Beide Trainer versuchen noch mal was Neues. Jede Menge Auswechslungen jetzt. Gut geflankt hat er. Und er versucht es mit dem Kopf. Pfosten und Tor. Was für ein schönes Tor. Und er steht genau da, wo er stehen muss. Finde, das ist ein Abstauber. Aber da musst du eben stehen.
Besser kann man das nicht machen. Die Ecke genau dahin, wo sie hin muss, und der Abschluss überragend. Ein super Tor. Endlich mal was Zählbares in dieser Partie. Das hat bis zur zweiten Halbzeit gedauert. Bender. Jetzt müsste er flanken. Ja, tolle Chance. Kopfball. Und es war ein so schöner Kopfball. Ja, aber das hilft nichts. Der muss rein. It's time for a change. Wechselzeit. Lewandowski. Das ist es. Oh, da bahnt sich noch mal was an. Subotic. Ball im Aus, gibt Einwurf. Ja, so kann es weitergehen. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Die Fans des FC Bayern können zufrieden sein, denn die Münchner gehen als Sieger vom Platz.